So, in der letzten Folge wurden wir ja von Gerling angesprochen. Wegen dieser Piratenüberfälle. Und soll uns mit seinem Mitarbeiter, mit seinem Freund Jakon hinter der Taverne treffen. Damit wir dann heute Nacht zum Hirsch, zum Hirsch, die Taverne heißt Hirsch, zum Hafen gehen und gucken. Zum Hafen gehen und herausfinden, was mit dem Piratenüberfällen auf sich hat. Da entlang. Ah, ich finde es schön, dass wir jetzt die Armbrust auf den Rücken tragen. Also los, auf zu Jakon. Da ist er auch schon. Hervorragend, ihr seid da. Alles ist arrangiert. Ah, das ist gut, dann können seid wir... Seid ihr bereit für unsere Mission? Ja. Aber darf ich euch vorher etwas Persönliches fragen? Oh, ich... Selbstverständlich. Ihr dürft. Was ist eure Profession? Wie ein Krieger seht ihr mir nicht gerade aus, wie eher wie ein bornländischer Gelehrter. Nein, ich stamme nicht aus dem Bornland. Auch wenn ein Großteil meiner Familie sich dort wie zu Hause fühlt. Ich habe an der Halle des Quecksilbers zu Festum studiert. Lange hat es mich dort nicht gehabt. Okay. Wir könnten ihn jetzt ein bisschen mehr drängen, aber ich frage ihn nur, was ihn dazu bewogen hat, von dort wegzugehen. Zu wenig Praxis, zu viel Theorie. Eigentlich hatte ich mich darauf gefreut, dort zu lernen. Immerhin hatte die Akademie den Ruf, dass von dort häufig Expeditionen zu magischen Phänomenen unternommen würden. Das klingt sehr interessant eigentlich. Nur, als ich dann mein Studium dort begann, fand ich die vielen magietheoretischen Diskurse als ergebnislos und öde. Die meiste Zeit hockten wir in Bibliothek und Laboratorium. Auf Erkundungstage wartete man vergebens. Deswegen ging ich fort. Das klingt wiederum langweilig. Könnte man ein bisschen auf die heutige Zeit mit den Unis reflektieren. Viel zu viel Theorie. Was möchtet ihr noch wissen? Was könnt ihr uns über Gerling sagen? Weil sonderlich viel gibt er ja nicht von sich preis. Und das werdet ihr auch von mir nicht erfahren, bedauere. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass er ein ausgezeichneter Freund und Mentor ist und dass er nie einen seiner Leute im Stich lässt. Okay, das erhält schon mal ziemlich viel von Gerling. Also vertrauen wir mal. Aus irgendeinem Grund hält er große Stücke auf euch. Ich kann euch garantieren, dass ihr ihm ganz und gar vertrauen könnt. Ich vermute sogar, dass wir letztlich die gleichen Ziele verfolgen. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ah ja, okay. Es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Auch wenn wir immer noch im Dunkeln stehen. Was möchtet ihr noch wissen? Fragen wir noch mal über die Elfe. Über Feiris aus. Wie lange er sie schon kennt. Feiris Luchsauge. Sie ist, um genau zu sein, eine Halbelfe. Weshalb fragt ihr? Eigentlich aus reiner Neugierde, weil immerhin wisst ihr schon einiges über mich. Nun? Eigentlich bin ich nahezu zur selben Zeit in die Dienste Gerlings getreten wie Sie. Dort sind wir uns das erste Mal begegnet. Die Zusammenarbeit war nicht auf Anhieb so erfolgreich, wie sich Gerling erhofft hat. Naja, aber es scheint jetzt mittlerweile zu funktionieren. Okay? Über die Jahre haben wir uns aber zu einem brauchbaren Gespann zusammengerauft, wie Meister Gerling oft zu sagen pflegt. Ich halte große Stücke auf Sie. Ihr werdet keine bessere Kundschafterin finden als sie. Ja, das klingt doch gar nicht mal so schlecht, dass sie so gut ist. Was möchtet ihr noch wissen? Nichts mehr. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Mission. Natürlich, die Mission. Seid ihr nun bereit? Ja. Lass uns beginnen. Dann wird es jetzt ernst. Wir treffen uns nach Einbruch der Dunkelheit hinter dem Praios-Tempel mit den anderen. Kommt. Okay. Auf geht's. Auf zu Nadoret bei Nacht. Das gefällt mir gar nicht. Die anderen müssten schon längst hier sein. Hm.
Das beunruhigt mich dann aber auch etwas. Vielleicht patrouillieren wir die Hafenwachen doch und sie sind aufgehalten worden. Ausgeschlossen. Dann hätten wir sie gesehen. Nein, es muss... Psst, da kommt jemand. Okay, dann bleiben wir mal ruhig. Oh, Fyris. Jakon, wir... Gerling, er... Das klingt nicht so gut. Was ist mit Gerling? Was ist passiert? Ja? Wir waren... Er wollte etwas nachsehen. Diese Schmuggler haben ihn in ihrer Gewalt. Ich konnte nicht eingreifen. Das ist weniger gut. Da müssen wir uns beeilen. Sapperment. Wie konnte er nur so leichtsinnig sein? Irgendetwas muss ihn verunsichert haben. Konntest du sehen, wohin sie ihn gebracht haben? Das finde ich auch komisch, dass er so leichtsinnig war. Hoffentlich finden wir heraus, was passiert ist. Nein, ich wollte Gerling nicht in Gefahr bringen. Einer von ihnen brummelte noch etwas von den beiden großen Lagerhäusern und einziger Weg ins Hafenviertel. Dann wird er wohl in einem der Lagerhäuser sein. Wenn wir Gerling befreien wollen, müssen wir wohl oder übel durch diese Lagerhäuser schleichen. Schnell. Wer weiß, was sie mit ihm vorhaben. Okay, dann auf. Los geht's. Ihr habt recht, wir sollten keine Zeit verlieren. So, jetzt habe ich endlich mal Gruppenmitglieder, die ich steuern kann. Zwei? Und sie hat keine Munition. Dann stecken wir doch gleich mal welche zu. Ziehen die hier runter in ihre Schnellleiste. Er ja. Ist bewaffnet. Gut. Dann wählen wir mal alle aus und ab zum Hafen runter. Hä? Schmuggler, hier. Gerling befreien oder einen Weg ins Hafenviertel finden. Ja, gut. Oh nein! Leute von der Schmugglerbande! Wie konnten die mir folgen? Darüber können wir später grübeln. Sie haben uns nicht bemerkt. Vielleicht sollen sie auch nur Schmiere stehen, während das Schiff entladen wird. Ja, hoffen wir es mal. Ich habe eine Idee. Was, wenn ich eine Falle im Durchgang aufstelle und wir sie dann hineinlocken? Das können wir mal ausprobieren, obwohl ich nicht viel von Fallenstellen halte. Versuchen wir es. Ja? Also, Fyris, Falle hier im Durchgang stellen. Falle ist gestellt, dann machen wir mal kurz Pause. War ihr! Nehmen uns den Schmuggler und geben ihm gleich einen Pfeilhagel. Ich nehme mir den auf der anderen Seite, so. Da sind sie los, schnappt sie euch! Ja? Angriff! Ja? So, jetzt kann ich gleich mal meinen Fulminictus auf den da ausprobieren. Und der haut ordentlich rein. Ja. Was ich schön finde. Und auch mit der Armbrust machen wir etwas mehr Schaden. Ah, einige Faxius, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, und da ist auch der tot. Dann können wir uns den letzten Schmuggler auch noch entledigen. Diese Wunden sehen aber gar nicht gut aus. Kommt zu mir. Ich kann eure Vergiftung mit Clarum Purum behandeln. Ja, das ist auch gut, dass sie Clarum Purum kann. Clarum Purum. So, das Gift ist weg. Mal gucken, was die Schmuggler dabei hatten. Einfache Verbände. Ja. Wurfmesser und Haarnadel. So. Dann gehen wir mal weiter. Nicht unbedingt darunter. Ah, da kommen noch mehr Schmuggler auf uns zu. Diesmal haben sie sogar einen Magier dabei. Okay. Um den sollten wir uns als erstes kümmern. Magier. Bitte? Flammenstrahl. Was? Sanyasa! Achtung, die haben einen Magier dabei. Den sollten wir zuerst loswerden.
Jakon, schick ihn mit einem Somni Gravis zu Boden. Somni Gravis braucht für dich ein Ignifaxius tut das auch. So, und lassen wir da mal etwas zurückfallen und einen Fulminictus auf den da, der uns angreift. War ihr! Sieh einen gezielten Schuss. Und dann ist er auch fast schon tot. Ah ja, ich mag den Fulminictus, der macht schön viel Schaden. Und dafür treffen wir jetzt kaum den da mit unserer Armbrust. Ah, schicken wir ihn mal mit einem Fulminictus zu Boden. So. Und gucken, was sie so dabei hatten. Wieder Haarnadeln. So. Und weiter zum Hafen runter. Und da werden wir auch schon von hinten wieder überfallen. Alle auf den wieder. Fulminictus. Aha. Ignifaxius und Doppelschuss. Sanyasa! Fulminictus! Ignifaxius! Gleich noch ein Bitte? Ignifaxius hinterher und du machst mal eine Heilung, bevor uns Feiris wegstirbt. Blitzdichtwind! Ups, das war jetzt ein Blitzdichtwind, den wollten wir nicht unbedingt. Auf den Schmuggler einen Fulmin. Was? Die kann etwas weglaufen. Weiche! Und einen Doppelschuss auf ihn machen. Ja. Er hat genug AE, um noch einen Ignifaxius auf den da zu zaubern. Ja, Ignifaxius. So. Das waren jetzt diese Schmuggler hier. Die können wir auch gleich ausnehmen. Den Magier von ihnen. So. Dann gehen wir mal weiter zum Hafen. Im Nachhinein könnte ich mich ohrfeigen für meinen Wankelmut. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie mit Gerling verschwinden. Das wäre es nicht wert gewesen. Du hättest nur riskiert, dass sie Gerling etwas antun. Sicher wäre Gerling stolz auf deine Besonnenheit. Du hast ja recht, Jakob. Dennoch lässt es mich nicht los. Ich hätte wenigstens herausfinden müssen, wo sie ihn hinbrachten. Dann hätten sie dich vielleicht auch noch erwischt. Nein, nein. Mach dir keine Sorgen, Feiris. Wir finden Gerling und befreien. Ja, das werden wir. Sobald wir am Hafen angekommen sind. Ach, da sind nochmal Schmuggler. Irgendwo hier müssen diese Spione stecken. Ich weiß es. Haltet Augen und Ohren offen. Da sind mir ein paar Schmuggler zu viel erstmal. Wir die in dieser Folge noch schaffen vor allem Ding. Deswegen mache ich hier jetzt schon mal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Bevor wir speichern, wir erst einmal LP006. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.